So, herzlich willkommen bei einem Let's Show, das ich jetzt hier plane zu tun, zu machen, wie auch immer. Und zwar von Dragon Quest Monsters Joker 2. Ich dachte mir, da ich jetzt gerade sowieso gerade ein Let's Play aus der Dragon Quest Reihe am Laufen habe, bietet sich das an. Zumal, also ich habe den direkten Vorgänger dieses Spiels nicht gespielt. Ich hatte dafür irgendwie keine Zeit und habe das auch zu spät entdeckt, dass es das überhaupt gibt. Aber ich habe das Gameboy-Spiel mal gespielt. Und das war richtig geil. Und ja, insofern, ich werde mit. Also dieses Spiel habe ich selbst noch nicht angespielt. Das ist jetzt auch gerade erst vor 2, 3 Tagen irgendwie rausgekommen. aber ich habe es sozusagen schon bestellt und es ist nur noch nicht da. Wenn ich das Let's Show hochlade, ist es wahrscheinlich auch schon da. Oh, scheiße, mein Hals heute wieder. Mann. Auf jeden Fall, ja. Bevor ich mich hier weiter versabbel, fange ich einfach mal an. Ha, Namen habe ich mir natürlich schon ausgedacht. Und zwar wird das sein. Ach, Hack, wird das sein. Wäh, so. Das ist ein Name aus dem Indianischen. Das bedeutet Geist. Also Spirit, Geist, so, ja. Ja, ich stehe auf indianische Namen. Amarok ist ja auch, ja. Etwas ungewöhnlicher Name und so. Also das, so heißt ja der Hauptheld bei meinem Dragon Quest 6 Let's Play. Wer es verfolgen mag. Wie auch immer. Manche, besonders Talentierte, können Monster zu Verbündeten machen. Und sie steuern, als wären sie ein Teil von ihnen. Man nennt es die Monster Scouts. Bald beginnt das Turnier, in dem der weltbeste Monster Scout gekürt wird. Die Monster Scout Meisterschaft. In dieser Arena führen Monster Scouts ihre besten Monster in den Kampf. Nur der tapferste Scout, der sein Monster ganz und gar beherrscht, kann den Sieg erringen und sich den Traum erfüllen, Champion zu werden. Je näher das Turnier rückt, desto mehr Luftschiffe schweben über der Arena. Sie bringen immer mehr Scouts, die sich ihren Traum erfüllen wollen. Unsere Geschichte ge beginnt mit einem ehrgeizigen jungen Scout, der mitfliegen will. Wie lang dieses Let's Show werden wird, weiß ich übrigens noch nicht. Das kommt halt immer drauf an, wo ich gerade einen guten Cut finde. Das soll wohl ein Witz sein. Dieser Schrotthaufen soll mich zur Monster Scout Meisterschaft fliegen? Sitzt der irgendwo drin? Tut mir leid, wenn ihr warten musstet, Fräulein. Ich bin Maidai. Rex Maidai. Ich bin der Captain dieses Schiffes. Der Kapitän, Entschuldigung. Es ist uns eine Ehre, den titelverteidigenden Champion an Bord zu haben. Es ist ein Mädchen. Nur zu, Fräulein. Fühlt euch wie zu Hause. Nein, danke, lieber nicht. Wenn diese Rostbeule heil ankommt, dann grenzt das an ein Wunder. Mami wird mir bestimmt ein Luxusluftschiff mieten. Oh, weia. Nun, ganz wie ihr wünscht. Ich bin eigentlich sogar erleichtert, dass ihr nicht mitfliegen wollt. Hä? Wir haben viel Fracht geladen und führen ohnehin schon viel Gewicht mit. Da ihr nun freundlicherweise von der Reise Abstand genommen habt, kann ich die übrigen Passagiere sicher in Rekordzeit dorthin bringen. Alter! Er hat ihr gerade im Grunde unterschwellig gesagt, dass sie fett ist. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das ist mies. Das ist richtig mies. Hey, Moment mal. Soll das etwa heißen, dass ich Übergewicht habe? Ich würde eher sagen, er hat Übergewicht. Captain, ich lade noch den Rest der Fracht und dann kann's losgehen. In Ordnung. Ja, die Gesichter sind teilweise echt so richtig grobschlächtig, so. Bäh.
aber ja nicht alle. Da bin ich ja froh, dass ich euch von dieser Bürde erlösen kann. Viel Glück damit, euer rostiges Wrack heil zum Turnier zu schaffen. Bis ihr am Horizont auftaucht, ist das Turnier bestimmt schon Geschichte. Ja, sie ist ein bisschen eingebildet. Was denn? Habe ich einen Schwächeanfall oder werden die Kisten schwerer? Woppala, der versucht, glaube ich, gerade uns hochzuheben. Wir sitzen also tatsächlich in einer Kiste drin. Wir schleichen uns also ein. Jawohl! Oh, ah. Das war gerade mein Fuß, der hat gerade einmal richtig dick schön geknackt. Ah, oh, das hat wehgetan. So. Man sagt ihr ja nach, dass sie zickig ist, aber du liebe Zeit. Und dabei ist sie immer der amtierende Champion. Tja, Monster Scouts sind eben eine Marke für sich. Mir wird ganz wehmütig ums Herz. Bei all dem Gequatsche von der Monster Scout Meisterschaft. Ach, das waren Zeiten. Kaum eine Münze in der Tasche, aber große Träume. Wir schmuggelten uns an Bord von Schiffen, um zur Meisterschaft zu kommen. Wahrscheinlich genauso wie ich gerade. Ei, und wen der Captain erwischte, der hatte nichts zu lachen. Dann sollten die ja eigentlich verstehen, warum wir uns eingeschlichen haben, nicht wahr? Jetzt sind wir es, die hoffnungslosen Scouts zur Meisterschaft kutschieren. Hoffnungsvollen, hoffentlich hoffnungslos, jawohl. Was für ein geiler Vorlesefehler. Tja, wie das Leben so spielt. Aber reden wir nicht von alten Zeiten. Die Passagiere wollen los. Bringen wir die Albatros in die Lüfte, wo sie hingehört. Das Schiff heißt also Albatros, also das Luftschiff. Jawohl. Wie sehen wir eigentlich aus? Ich weiß es leider nicht. Ich habe ja auch noch kein Handbuch da. Leider. Das kommt ja erst noch. Okay, das Ding sieht wirklich schon etwas... Es sieht wirklich so aus, als ob es schon mal bessere Zeiten erlebt hat. Es ist zwar riesengroß, aber es sieht etwas schwerfällig und schwer und dick und sowieso aus. Nicht so richtig wie ein Luftschiff. Ja. Das wird wohl die Kiste sein, in der wir sitzen. Passiert jetzt auch noch irgendwas, oder? Ach, Tatsache. Ich wollte gerade sagen. Jetzt gucken wir aber nicht jetzt 3 Stunden die Kiste an oder so, oder? Oh, das sind anscheinend wir. Wir sehen ja richtig cool aus. Wow. Wir haben so einen Killer-Instinkt-Blick. Wir sehen irgendwie voll böse aus. Oh, das ist anscheinend die Karte. Mit der Steuerung muss ich mich erstmal eben vertraut machen. Ich habe ja leider kein Handbuch da. Das sieht nach... Wow. Ah, lala. Hilfe. Das muss die Tür eines Passagiers sein. Sie ist fest verschlossen. Wo finde ich den Schlüssel? Das muss die Tür... Bla. Bla. Ist hier auch irgendwas offen? Nee, nicht wirklich. Okay. Wir gehen erstmal ins Menü und gucken uns hier mal um. Gepäck. Was haben wir dabei? Scout-Ring. Der wird wahrscheinlich wichtig sein. Dank diesem Ring, einem wichtigen Accessoire der Monster Scouts, kann der Träger Monster für sein Team werben. Okay, das ist wichtig. Ansonsten können wir nichts, haben wir nichts. Monster wechseln, Talente. Scout-Handbuch, okay. Monster Scouts. Monster Scouts sind furchtlose Wesen, die Monster ihrem Willen unterwerfen. Wir sind also Wesen, keine Menschen. Okay. Es heißt, wenn ein Scout diese Kunst meistert, kann er selbst Monster zähmen, die überall Angst und Schrecken verbreiten. Alles klar. Oh, Hilfe. Ich bin noch etwas... Ah, hier kann ich also drehen. Das ist schön. Kann ich sonst noch irgendwas? Nö, im Moment gerade nicht. Hoppsala. Ich wollte eigentlich nur drehen. Hier geht es anscheinend weiter runter. Da hinten geht es anscheinend weiter hoch. Ich glaube, ich gehe lieber nicht hoch. Da dürften die anderen sein. Ich gehe mal lieber weiter runter. Okay. Gehen wir mal die Treppe runter. Wow!
Da ist jemand. Es wäre wohl besser, wieder hochzugehen. Jawohl. Planänderung. War doch nicht so schlau, mal eben da lang zu gehen. Jawohl. Kann ich hier auch irgendwie zwischen? So, irgendwie? Kann ich mal so gucken? Nö. Da ist nichts. Da sind nur Kisten. Dann versuchen wir mal, die Treppe hochzugehen. Achak kann hören, wie sich oben Passagiere unterhalten. Oh, Komtessen, Schätzchen. Wo willst du denn hin? Komtesse, komm sofort zurück. Da unten sind doch bloß gammlige alte Kisten. Und ich. Ah, Achak, versteck dich. Da kommt jemand. Du versteckst dich besser wieder in der Kiste. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wäre besser. Ach, mir fällt jetzt erst auf, dass da unten eine Karte ist. Das war doch meine Kiste, oder? Nee, das war nicht meine Kiste. Wo ist meine Kiste? Ach, da ist meine Kiste. In der Kiste verstecken. Ja, bitte. Das ist Komtesse? Okay. Das ist ein Monster. Für alle, denen es nicht aufgefallen ist. Was schwer vorstellbar ist. Wer oder was ist das? Oh. Was ist denn, Komtesse? Warum bist du hier runtergelaufen? Siehst du, hier ist nichts. Was ist denn heute nur los, mein kleiner Liebling? Komm, wir gehen wieder nach oben. Hier ist es furchtbar schmutzig. Schmutzig, genau. Ich kann heute nicht lesen, Mann. Oh, das Monster findet mich, oder? Alter! Komtesse, was ist denn du in dich gefahren? Ist etwas in dieser Kiste? Habt ihr das Gesicht gesehen? Oh Gott, jetzt macht sie die Kiste auf. Ah! Oh nee, jetzt hat sie natürlich das ganze Schiff wahrscheinlich aufgeweckt und hierher geholt. Ja, was ich auch gesagt habe, ne? Oh Gott, ein Bunny. Seht ihr das? Ein Bunny. Oh weia. Du wolltest dich also zur Monster-Scout-Meisterschaft durchschmarotzen? Ihr seid doch der Kapitän dieser Rostbeule, nicht wahr? Ich verlange, dass dieser schmuddelige Schmarotzer rausgeworfen wird. In der Luft. Ja, danke sehr. Sag doch gleich, dass du mich umbringen willst. Alter, seht ihr dieses Grinsen? Oh Mann. Nicht so schnell, immer mit der Ruhe. Ihr seid doch selbst ein Monster-Scout voll an Gülden. Dann müsst ihr den Jungen doch verstehen können. Seinen brennenden Wunsch, der ihn zum blinden Passagier werden ließ. Alter, wir haben voll den Killer-Instinkt-Blick. Und schöne blaue Augen. Kapitän, mein Stil und meine Eleganz lassen sich wohl kaum übersehen. Wenn jetzt das Schiff nicht wäre, ne? Woher sollte ich wissen, was sich so ein Rotzlöffel denkt? Nun, er soll ja nicht ungestraft davonkommen. Schade. Sich eine Fahrt zu erschleichen, ist ein schweres Vergehen. Ich mache euch also den folgenden Vorschlag. Ich darf euch ein neues Mannschaftsmitglied an Bord vorstellen. Unser junger Schmarotzer soll sich seine Überfahrt als Schiffsjunge verdienen. Toll. Könnt ihr mich bitte Achak nennen und nicht junger Schmarotzer? Er soll euch während des Flugs als Botenjunge zur Verfügung stehen. Nun? Also, Frischling, abgemacht? Wir stimmen zu. Ich finde mal noch, man hätte ihn rauswerfen sollen. Na schön, ich werde ihn schon auf Trab halten. Das kann ich mir denken. Und ich muss ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Wie schön. Das macht natürlich Spaß. Okay. Also dann, Frischling. Moment, da du nun für mich arbeitest, wie heißt du überhaupt? Ja, Dragon Quest-Helden sind generell stumm, eigentlich. Wie? Achak. Ach, ich bleibe lieber bei Frischling. Nein! Achak ist viel kürzer. Ich will einen vollständigen Bericht hören. Gehen wir in den Pilotenraum. Ein Bericht? Von was? Schon klar, ehrgeizige Träume, aber im Geldbeutel herrscht Leere. Also willst du schwarz mitfahren? Weißt du, du erinnerst mich ein wenig an mich in meiner wilden Jugend. Aber das hilft dir auch nichts. Ich werde dich hart rannehmen, bis wir landen. Und als erstes stellst du dich jetzt allen als unser neuer Schiffsjunge vor. Mit dem Maschinisten sind das, 5 Leute, mit denen du reden musst. Hör dir an, was sie zu sagen haben. Alles klar, Frischling? Dann los. Okay. Achak arbeitet jetzt als neuer Schiffsjunge auf der Albatros.
Und er sieht nicht glücklich aus. Ja, er sieht nie glücklich aus. Ich frage mich, ob wir ihn irgendwann auch mal lächeln sehen. In diesem Let's Show wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht lächelt er in dem Spiel ja irgendwann mal. Das werde ich dann rausfinden, wenn ich spiele. Wenn es hier ist. Wenn Amazon. Ah, warte mal. Das ist. Ah, das war falsch. Sie ist verschlossen. Das hätte ich mir denken können. Ich sollte nicht auf falsche Knöpfe drücken. Okay. Das sieht gut aus. Was ist das? Anscheinend ist es gerade nicht in Betrieb. Das sieht nach einem Geldziehautomaten aus. Keine Reaktion, scheint gerade nicht in Betrieb zu sein. Ist hier eigentlich überhaupt irgendwas in Betrieb? Kann man daran? Ja. Das ist eine Kiste für Maschinenteile. Okay. Ich muss erstmal alles angucken. Ich will alles angucken. Ich kann leider noch nicht mehr laufen mit ihm. Entschuldigung, ich bin ein bisschen unfähig. Ist da eine. Das war keine Schatztruhe, das war nur dieses komische. Genau. Dann reden wir mal mit Bunny Girl. Hallo Bunny Girl, rede mit uns. Ach, Huck stellt sich vor und erklärt, was er an Bord macht. Hallöchen, ich bin Chantal. Sie heißt Chantal. Ich arbeite für die Monster Scout Meisterschaft. Ich kümmere mich um. Das weiß ich eigentlich noch gar nicht so genau. Okay. Du wolltest wohl unbedingt teilnehmen, wo du dich doch an Bord versteckt hast. Wenn du eine Assistentin oder so brauchst, dann lass es mich wissen, ja? Sie ist nett. Ich mag sie. Und du bist? Ahak stellt sich vor und erklärt, was er an Bord macht. Hohoho, sei gegrüßt, Eugen Pool, stets zu Diensten. Ich bin ein Connoisseur der Monster Scout Meisterschaft. Sie fasziniert mich. Es heißt, du seist ein aufstrebender Monster Scout, ist dem so? Dann interessiert es dich vielleicht, was sich hinten im Schiff befindet. Komm mit, mein lieber Junge. Okay. Dann zeig mal her, was da ist. Alter, dieses fette Grinsen. Okay. Wow, die ganzen Monster. Ein paar dürften den Leuten, die mein Dragon Quest Let's Play gucken, bekannt sein, aber auch nur ein paar. Da sind auch viele neue Monster, beziehungsweise. In jedem Dragon Quest-Spiel gibt es ein paar neue oder ungewöhnliche Monster oder welche, die es. Wie auch immer. Dies, lieber Junge, ist das Monstergehege. Aufregend, nicht wahr? Hier können Scouts Monster unterbringen, mit denen sie sich angefreundet haben. Jedes anständige Scout-Luftschiff hat ein Monstergehege. Diese hervorragende Anlage ist sehr fortschrittlich. Und ich werde müde, na toll. Sieh mal her! Mit diesem Computer können Scouts Monster abgeben oder abholen. Sicher kannst du auch sehr bald schon deine Monster hier unterbringen. Wäre ja schön. Hab ich denn Monster? Das bliebe noch zu klären. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass er ja eigentlich ein Monster-Scout sein sollte. Oh, hier ist eine Treppe, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay, wir gehen einfach mal runter. Okay, das ist das vom Aussehen her ein Klunkerbeutel. Hier ist es wahrscheinlich anders, ist auch blau und Klunkerbeutel ist eigentlich eher so ein bisschen beige. Hier ist die Treppe, wo ich hochgekommen bin, okay. Und hier ist ein Zettel, kann ich die angucken? Ja. Eine lange Liste mit Monsternamen. Hier hat irgendjemand all die Monster verewigt, denen er begegnet ist. Faszinierend. Achtung, verehrter Passagier des Luftschiffes Albatros. Hochblicken, B-Knopf gedrückt halten und oben auf dem Steuerkreuz drücken. Runterblicken, B-Knopf gedrückt halten und unten auf dem Steuerkreuz drücken. Versuch's doch mal und sieh dir an, welche Monster sich im Gehege befinden. Okay. Ich dachte, ich kann vielleicht jetzt auch die Sachen da oben angucken. Aber das scheint irgendwie nicht ganz so zu funktionieren. Aber ich habe jetzt anscheinend gecheckt, wie das schon mal geht. Okay, gucken wir uns erstmal den Kluckerbeutel da oben an. Oder den Beutel, wie auch immer. Aber ich kann sie nicht ansprechen. Ich kann da zwar so jetzt hochgucken, aber ich scheine da nichts Besonderes sonst machen zu können. Okay. Die Kamera irritiert mich ein bisschen. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Runtergucken, genau.
So kann ich schon besser sehen. Ich bin eher so ein. Ich bin immer ein Mensch, der lieber in Vogelperspektive spielt. Ah, und so stelle ich es wieder gerade und so geht's da und dann geht's so nach da. Okay, so will ich nicht spielen. Dann eher so. So habe ich mehr Orientierung. Sehe aber natürlich auch nicht die ganzen Monster, aber trotzdem. Die habe ich mir jetzt mehr oder weniger angeguckt. Wie gehen die Treppe hoch? Aus der Perspektive, wo ich da gerade drauf geguckt habe, hat man die nicht wirklich gut gesehen. Okay. Okay. Willkommen. Suche nach Benutzerdaten läuft. Keine Benutzerdaten gefunden. Benutzer nicht angemeldet. Hey ho. Ein komisches Gespenst. Yay. Okay. Ich muss mal eben... Ah, wir drehen. Drehen, drehen, drehen. Schön. Toll. Die Tür habe ich nicht ganz getroffen. Oh, da kann man auch durch. Okay, wisst ihr was? Ich bin jetzt gerade bei 21 Minuten, deswegen werde ich den Part jetzt erstmal beenden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Parts es genau werden. Könnte sein, dass es ein paar werden. Warum auch nicht? Let's Shows machen eigentlich Spaß aufzunehmen und ich finde, sie machen auch Spaß zu gucken. So zwischendurch einfach mal so 3-4 Parts von irgendwas Neuem. Ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!